So, nachdem die ganzen Scharans weg sind, habe ich jetzt neben dem 3B noch einen B7-Ersatz gekauft und bin dann jetzt direkt bei Sachen in Ordnung zu bringen. Und die erste Sache, die ich in Ordnung bringe, die Fensterheberschalter funktionieren nicht, beziehungsweise nicht alle funktionieren. Ja, und das Zeug hier, das ist relativ billig zu kaufen. Schwierig ist allerdings, das Ding rauszukriegen. Ja, also bis man den reinklipsen kann, das ist ein leichter Weg. Ich habe mal in der VW-Reparaturleitung nachgeguckt und so wie die es da drin beschreiben, funktioniert es nicht. Genau, wofür ich ein bisschen weiter online geschaut habe und ich versuche mal das nicht abzubrechen, was anderen passiert ist. Ja, also los geht's. Also, der VW beschreibt es in seinem Reparaturleitfaden, dass man einfach nur von vorne, von hier, zwei Nasen hochklipsen soll. Ja, wenn man das mal probiert, ja, das bewegt sich zwar auch, aber das Problem ist, wenn man das weiß, an diesem Teil sind hier, hier, da hinten und dort noch weitere Haltenasen. Wenn man jetzt nur vorne nach oben hebelt, dann bricht man die schlichtweg ab. So, jetzt lasse ich das mal einfach laufen und werde mal mich daran vergnügen, mal gucken, ob ich es rauskriege, ohne was kaputt zu machen. Ja, also nach dem Hinweis aus dem Scharan-Forum, wo ich immer noch aktiv bin, wo ich keinen Scharan mehr habe, mir so ein Set hier geholt. Und irgendwie ist das ganz cool, weil man immer irgendwas zum Hebeln hat. Und irgendwas findet man immer, was da passt. So. Also müssen irgendwie dahinter kommen. Ich mache mal Muss man nachgucken, wo das Ding genau liegen soll. So, jetzt habe ich nur noch mal schön angeguckt, wo eigentlich die Nasenpositionen sind. Genau, und zwar, man hat ja hier, so, hier vorne diesen Drehknopf, dann kommen die ersten, die Vordersitzschalter, dann kommt dieser hintere Türmechanismusverriegelungsschalter, dann kommen die hinteren Fensterheberschalter. Und die Nasen, die sitzen einmal vor dem Wahlschalter und einmal dort, wo dieser Kindersicherungsschalter da hinten ist. So, und mit dem Wissen machen wir mal weiter hier. Also, jedes Mal, wenn ich an Kern arbeite, denke ich so, ich müsste mal mit den Ingenieuren mich mal treffen, die das alles entwickelt haben. Oh, ich glaube, den vorderen habe ich raus, ne? Ja, okay. Also, der vordere scheint draußen zu sein, jetzt geht es um den hinteren. Wird es ja auch reichen, wenn ich auf einer Seite rauskomme, ne? Genau, das macht eben raus. Jetzt hoffe ich nur, dass dieses Knopf, ich glaube, dass irgendwas kaputt gegangen ist. So. Schon auf der, hier drüben noch ein Riegel, dann haben wir es, ne? Aha, aha. Blub, blub, blub. So, sind alle Nasen noch dran. Oh, wunderbar. Also, hier nochmal kurz. Das ist ja das, was ich hier gezeichnet habe. So, ja, also dieser Knopf, wenn man das mal von der Seite sieht, kurz vor dem Knopf ist so eine Dinge, keine Ahnung. Und dann so ziemlich genau so ein Haken und genau dort, wo dieser Türentriebsmechanismus im Haken. Ja, was ich jetzt gemacht habe, war im Grunde genommen, ich bin dann halt hier rein, so, und habe dann diese Verkleidung hier, so diese irgendein Stückchen nach hinten gedrückt. So, und das halt zuerst auf der Seite, die ist dann irgendwie mitgekommen. Und als die beiden entriegelt waren, habe ich hier drüben dann noch einmal das in die andere Richtung geschoben und dann ist es raus. So, und jetzt, wenn man soweit ist, kann man dieses Teil rausnehmen. Das ist hier ein 1, 2, 3, 4, 5, 6 kleinen Häkchen auch noch dran, aber vorher ziehen wir mal den Strom ab. Also irgendwie geht an Dinge gar nichts einfach. Ich will meinen 3B wieder. Boah, Leute, Leute, Leute. Beim 3B ist das alles Piece of Cake.
Das ist ja unglaublich. Also. So, ziehen und ziehen. Okay. So, jetzt haben wir das Ding mal ab. Jetzt können wir hier weitermachen. Und gucken, dass wir hier das vorsichtig rauskriegen. Also jetzt gehe ich von der Tür mal weg. Ja. Jetzt gehe ich erstmal von der Tür weg, dass ich einfach auch nicht arbeiten kann. So, jetzt sind wir mal auf die Werkbank umgezogen, weil mir es da drüben einfach zu blöd war, mit dem Auto knien das zu machen. Das ist schon faszinierend, wie schwierig man es im Leben so machen kann. Also probieren Sie es nochmal. Ah, ich verstehe. Und das doch nicht an diesen oberen aufmachen, sondern muss ich an diesen unteren aufmachen. Jetzt habe ich nämlich nichts weiter gemacht als das Gerät selber aufgemacht. Das will ich gar nicht. Also tue ich das jetzt zurück und dann nochmal hier unten rein. Aber jetzt, wo ich das weiß, dass das mit dem Klebeband funktioniert, dann mache ich das jetzt nochmal. So. Also. Die eine Seite verriegelt. Jetzt ist er draußen. Bada! Ha! Geschafft! Bist du so noch da? So, dann pusten wir den mal ein bisschen aus. Gut. Das neue Teil teste ich aber erst, bevor ich es reinbaue. Also, um sicher zu gehen, dass der ganze Kram so funktioniert, testen wir es erstmal. Zack. Ah, oh, mein Lieblingsstecker. Warum kommst du nur dran? So rum. Blub, blub. So. Und mein Schlüssel und testen das mal. Hey, du jemand. Geht. Geht. Ah, es leuchtet sogar. Alles klar. Also, ein Sitz macht er. Wollte ich schon mal sagen, kann man einfach live reinklicken. Ha? Also, so. Und so. Dann macht es einmal kurz Klick. Das war's. Ich glaube, ich mache gleich sauber nochmal. So schön komme ich ja nie wieder ran. Also wohl gemerkt, das ist nicht mein Dreck. Alles gekauft. Und ich, der Händler hat nicht einmal Zeit gehabt, ihn sauber zu machen. Aber wenn man was gefunden hat, was brauchbar ist, dann muss man es einfach kaufen. Hier hinten sind diese Einmaßen, diese dreieckigen, ja, also dort einhängen. Und das rein geht garantiert blub und weg ist er. Tja, das war's. Wunderbar. Tut. Also, man muss gar nicht die ganze Tür ausbauen. Ja, ist völlig unnötig. Wenn man an richtigen Stellen zuerst die Seite runterdrückt, also nach außen drückt, dass der sich so verkippt und dann auf der Seite, dann kriegt man das so rein. Also, wenn wir soweit sind, dann wird mich jetzt aber schon noch interessieren, warum der ganze Kram überhaupt kaputt gegangen ist. Also, warum das nicht funktioniert hat mehr. Den einen noch. Dreck, Dreck. Ach du Scheiße. Warum ist, da muss mal was reingelaufen sein. Wenn man es mal anguckt, ja, hier Korrosion, da Korrosion, da Korrosion, dort Korrosion. Also dieser Grünspan, dieser Kupfergrünspan. Da ist garantiert mal Wasser oder irgendwas reingelaufen. Fenster offen stehen gelassen oder sonst was. Holen wir sie mal raus, die Platine. So. Jetzt kommt er mit der Wahrheit. Wie sieht es auf der anderen Seite aus? Ach du Scheiße! Entschuldigung, das darf man ja gar nicht sagen. Ich glaube, viel mehr braucht man dazu, uns einfach nur nicht mehr zu sagen.
Ach du meine Güte, das ist ja völlig vergammelt. Guckt euch mal hier die Kontakte an. Also, wohlgemerkt, hier an der Stelle, der Innere zum Äußeren, ja, das ist einfach nur Korrosion. Oder hier, genau das Gleiche, ja, das ist einfach nur Korrosion. Keine Chance, dass da noch irgendwas funktioniert. Ja, also, wir wissen, warum das Zeug kaputt gegangen ist. Gar nicht nachdenken, ja, so, es kostet keine Ahnung, keine 10 Euro. Und da hat man das ersetzt und funktioniert. So, also, fertig. Neuer Schalter drinne. Wir haben herausgefunden, warum es nicht mehr funktioniert hat. Ja, also ich glaube, das war schon okay gewesen von der Zeit her. Ich habe 10 Minuten rumgefummelt, bis ich an den richtigen Stellen war. Und wenn man einmal die erste Nase ausgerastet hat, dann geht's halt. Erste Reparatur im B7. Mal gucken, wie wir weitermachen werden an der Kiste.